Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um Bürgerenergiegenossenschaften. Ich habe schon im letzten Jahr mal zwei Videos zum Thema Bürgerenergie veröffentlicht. Die werde ich euch am Ende hiervon auch nochmal verlinken. Da ging es vor allem um die Vorteile von Bürgerenergie und es ging mal um einen alten Podcast, den wir zu dem Thema gemacht haben. Heute möchte ich mich mal genauer auf die Bürgerenergiegenossenschaften beziehen, weil die sich auch nochmal ein ganz kleines bisschen davon unterscheiden, was in den letzten Jahren manchmal als Bürgerenergiegesellschaft auch durchaus definiert wurde, wobei das dann aber nicht immer das Gleiche ist. Also worum geht es jetzt erstmal bei Bürgerenergie? Es geht darum, dass man die Energiewende möglichst demokratisch vor Ort gleichberechtigt aus Bürgerhand umsetzt und auch dort eine Partizipation, also eine Beteiligung, nicht nur beim praktisch Mitmachen und Umsetzen, sondern eben auch in dem finanziellen Sinne umsetzen kann. Eine Genossenschaft an sich ist erstmal einfach nur ein Wirtschaftsunternehmen, das relativ ähnlich wie eine Aktiengesellschaft organisiert ist, nämlich dass man dort verschiedenste Eigentümer, also Inhaber definiert. Bei einer Aktiengesellschaft sind es ja die Aktionäre, die also Gesellschaftsanteile kaufen. Und bei einer Genossenschaft ist es genauso, dort sind es eben die Genossen, die Genossenschaftsanteile kaufen. Und das organisiert sich so, dass man also sagt, wir geben einen Genossenschaftsanteil für zum Beispiel 500 € raus, den kann man dann kaufen. Und dann kann man sich aber vielleicht auch mehrere kaufen, aber man bekommt dadurch nicht mehr Stimmrecht innerhalb der Genossenschaft. Bei einer Aktiengesellschaft ist es ja so, dass diejenigen, die die meisten Anteile, die meisten Aktien besitzen, die haben auch die meiste Macht beim Bestimmen, wie die AG sich weiter ausgestaltet. Bei einer eingetragenen Genossenschaft, bei einer EG, ist es so, dass jeder die gleiche Menge an Stimmen hat, nämlich genau eine. Egal wie viele Anteile oder egal wie wenige Anteile man gekauft hat, man hat immer genau gleich viele Stimmen. Und das ist eine besonders demokratische Form eines Unternehmens, bei dem eben auch diese Mitbestimmung natürlich auch sagt, hey, wenn wir uns damit beschäftigen wollen, die Energiewende vor Ort umzusetzen, dann bestimmen wir das alle gemeinsam, alle Genossen gemeinsam, die sich einmal im Jahr auf der Generalversammlung treffen, können dann eben beschließen, wie die weitere Geschäftstätigkeit sich genau ausgestalten soll. So eine Genossenschaft hat einen Vorstand und einen Aufsichtsrat, ist insoweit also genauso organisiert wie eben auch die anderen Geschäftsarten. Der Vorstand ist praktisch die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat ist so ein bisschen die Aufsicht dafür, die eben auch immer mal ein bisschen die Interessen von allen Mitgliedern vertreten im laufenden Geschäft. So, Bürgerenergie ganz konkret bedeutet also, wir bauen zum Beispiel Photovoltaikanlagen auf Dächer oder auf Freiflächen, pachten dafür eine Fläche, pachten also das Dach oder pachten die Freifläche. Das heißt, der Eigentümer bekommt schon mal Pachteinnahmen. Zum Beispiel einmal im Jahr eine gewisse Auszahlung oder monatliche Miete praktisch. Und dann gehört aber die Anlage darauf der Genossenschaft. Die Genossenschaft betreibt die Anlage dann natürlich. Das heißt, der Strom wird erzeugt und wird dann zum Beispiel dem Eigentümer für den Eigenverbrauch besonders günstig angeboten. Günstig heißt, dass man durchaus mal ein Drittel im Vergleich zu normalen Stromkosten auch locker einsparen könnte, wenn nicht sogar deutlich mehr. Und dafür wird praktisch ein Vergütungsvertrag ausgemacht. Ne? Also all das, was man selbst dann verbraucht als Gebäudeeigentümer, das bekommt man eben günstiger und dafür bezahlt man halt einen deutlich verringerten Strompreis an die Genossenschaft. Die hat dann garantierte Einnahmen darüber. Und der Überschussstrom, der also nicht im Gebäude verbraucht wird, der geht ganz normal an das Stromnetz. Bei kleineren Anlagen in die ganz klassische EEG-Netzeinspeisung mit der Einspeisevergütung, die heutzutage nicht mehr ganz so hoch ist wie in den letzten Jahren. Bei größeren Anlagen, gerade bei großen Photovoltaik-Freiflächenanlagen oder auch bei Windkraftanlagen, kommt es aber natürlich auch dazu, dass man in die Direktvermarktungspflicht gelangt. Und dann muss man also praktisch sich einen Direktvermarkter, also einen Energiehändler suchen, der den Strom abkauft. Das ist dann manchmal nicht so besonders lukrativ, muss man gut verhandeln können. Oder man macht sich das Ganze über einen PPA, einen Power Purchase Agreement. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal durchgesprochen. So einen sehr individuellen Energieliefervertrag möglich. Einfach einen Industriekunden zum Beispiel zu sagen, hey, du möchtest unbedingt grünen Strom haben. Wir garantieren dir hier grünen Strom von unserer Anlage. Wir machen uns einen Preis aus, wo beide Spaß haben. Und dann ist das eine schöne Möglichkeit, eben auch ein gutes Geschäft zu generieren. Und auf diese Weise kann jetzt also die Bürgerenergiegenossenschaft nicht nur diese Anlagen betreiben und damit energiewendetauglichen Strom erzeugen, sondern eben auch noch Kunden damit natürlich beglücken, kann sich selbst wirtschaftlich ganz gut aufstellen und
kann dann schlussendlich natürlich auch eine kleine Dividende an die ganzen Genossen wieder auszahlen, weil der Geschäftserfolg natürlich dann auch irgendwann Überschüsse produziert und diese Überschüsse werden an die Genossen dann jährlich ausgezahlt. Das ist also der Sinn und Zweck von so einer Genossenschaft. Das Schöne ist, als Genossenschaft hat man erstmal grundsätzlich einen guten Auftritt. Man ist ein bisschen unverdächtig, weil man ja relativ breit gestreut Eigentümer hat, nämlich im Zweifel ganz viele Bürger von vor Ort. Und das bedeutet natürlich auch, man ist geradezu prädestiniert, um zum Beispiel mit öffentlichen Gebäuden, mit Schulen oder ähnlichem zusammenzuarbeiten und auf deren Dächer, also auf Dächer von Schulen, von Verwaltungsgebäuden und ähnlichem, die Photovoltaikanlagen zum Beispiel zu bauen. Was sich natürlich super lohnt, weil genau diese Arten von Gebäuden tagsüber, während die Sonne den Strom produziert, natürlich richtig viel auch selbst verbrauchen. Der Schulverbrauch, Bürogebäudeverbrauch und sowas, das ist natürlich genau prädestiniert dafür, dass man eben eine Photovoltaikanlage draufbaut. Und das Schöne ist dann eben, dann muss sich der Schulträger oder die Verwaltung zum Beispiel gar nicht damit beschäftigen, sowas zu bauen und zu betreiben, sondern das macht dann eben die Genossenschaft. Das ist so schlussendlich Sinn und Zweck und auch der Hintergrund, warum solche Genossenschaften sehr erfolgreich sind. Es gibt deutschlandweit nämlich eine hohe dreistellige Anzahl von genau diesen Bürgerenergiegenossenschaften, die eben genau diese Zwecke erfüllen, wie ich sie gerade skizziert habe. Jetzt ist es so, dass unter anderem auch das EEG, also die Gesetzgebung rund um die Energiewende, solche Bürgerenergiegesellschaften auch fördert und denen bestimmte Vorteile in einerseits der Vermarktung von Strom, aber auch im Zugang zu Fördergeldern ermöglichen. Jetzt ist dort aber die Definition von Bürgerenergiegesellschaft gegeben und so eine Bürgerenergiegesellschaft kann prinzipiell auch eine GmbH oder was ähnliches sein, was im Zweifel gar nicht so breit genossenschaftlich aufgestellt ist. Und gerade in den letzten Jahren ist deshalb ganz oft der Begriff Bürgerenergie genutzt worden, um das Ganze so ein bisschen eigentlich nur dafür einzusetzen, um im Rahmen von zum Beispiel Ausschreibungen einen Vorteil zu bekommen, weil man dann im Rahmen dieser Ausschreibung zum Beispiel als Bürgerenergiegesellschaft weniger Voraussetzungen erfüllen musste. Da wurde ein bisschen nachgebessert, das ist ein bisschen weiter aufgeweicht, aber es hat natürlich trotzdem keinen Abtrag zur Bürgerenergiegenossenschaft, denn die ist weiterhin etwas sehr, sehr Vorteilhaftes und Demokratisches und auch wirklich sehr Schönes, womit man eben die Energiewende vor Ort regional umsetzen kann und natürlich damit auch Ansprechpartner hat für Interessierte, die schon immer mal einen Speicher oder eine Photovoltaikanlage oder ähnliches haben wollten und gleichzeitig natürlich auch so ein bisschen ja, Wissensvermittlung, Informationsvermittlung, Referentenvermittlung und ähnliches, vielleicht auch Energieeinsparberatung oder Energieeinsparcontracting anbieten können, also auch verschiedenste andere Dinge neben dem eigentlichen Betrieb von den Erzeugungsanlagen. Und damit ein wichtiger Partner für zum Beispiel auch die Energieversorger und den Netzbetreiber vor Ort sind, weil die natürlich auch mit ihren kleinen dezentralen Anlagen, die meistens dann auch noch Speicher sinnvollerweise haben würden, ja zum Beispiel auch im Rahmen von Regelenergie und Ähnlichem ein guter Partner wären, weil dann gibt es vor Ort entsprechend Anlagen im Netz. Und andererseits können die im Zweifel auch nochmal Kundengruppen erreichen und Interessierte erreichen, die sich ansonsten mit irgendeinem Discounter zum Beispiel beschäftigen würden oder bundesweiten Kunden irgendwo wären. Aber so holt man sich eben die Wertschöpfung zurück nach zu Hause in die Region. Und das ist natürlich ein ganz guter Plan. Allein hier in Thüringen haben wir ungefähr 3 Dutzend Bürgerenergiegenossenschaften, die sich mit nichts anderem beschäftigen, als eben genau hier vor Ort solche Dinge umzusetzen. Das ist eine schöne Geschichte. Ihr könnt euch dazu sehr gut online weiter informieren. Es gibt da diverse bundesweite Dachverbände oder Ansprechpartner und ansonsten natürlich immer so die Landesdachverbände und im Zweifel auch eine Genossenschaft direkt bei euch vor Ort. Informiert euch ruhig mal dazu. Das ist eine tolle Geschichte. Also, so eine Bürgerenergiegenossenschaft macht nichts anderes als gemeinschaftlich in Form des genossenschaftlichen Unternehmens die Energiewende vor Ort umzusetzen, meistens über den Bau, die Planung, den Bau, den Betrieb von Energieerzeugungsanlagen im Bereich von erneuerbaren Energien, dann auch die Vermarktung davon und dann schlussendlich natürlich auch noch erweiterte Dienstleistungen in diesem ganzen Kontext. Das ist eine gute Geschichte. Habt ihr Fragen zu Bürgerenergiegenossenschaften oder macht ihr sowas vielleicht selbst? Schreibt das ruhig mal unten in die Kommentare und ansonsten wie immer, like das Video und abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.